Willkommen zurück zu einer weiteren Bonusfolge. Und zwar wollte ich mit euch noch Laras Albtraum von den Expeditionen machen. Und das machen wir jetzt auch. In Schwierigkeit nehmen wir Tomb Raider? Wir machen Tomb Raider. Ich glaube, das ist normal. Schwierigkeitsnormal. Schwierigkeitsgrad normal. So. Gut. Fortfahren. Meist sind sie Herausforderungen, um zusätzlich Credit zu verdienen. Jeder Level bietet unterschiedliche Herausforderungen. Exekutieren Sie 10 Feinde durch Kopftreffer mit einer Pistole. Erledigen Sie 10 Feinde mit Nahkampf. Schaffen Sie eine Kill-Serie von 8. Erledigen Sie 10 Feinde mit einer Stromflinte, ohne selbst Schaden zu nehmen. Schließen Sie das Level ab, ohne Schaden zu nehmen. Ja, gibt natürlich verschiedene Punkte. Wir machen das einfach mal. Ja, wir nehmen die Herausforderung. Ja? Ja. Ich habe doch die genommen. Oder sind das alles? Ach, das sind wahrscheinlich alles Herausforderungen, die man nehmen kann. Also die man machen kann, ne? Ach, und hier kann man die Karten hinzufügen. Aha. Großkopffeinde. Ach, das Scheiße. Feinde haben größere Köpfe und nehmen weniger körperlichen Schaden. Lars Kopf ist riesig. Ja. Spielerschwäche? Sie nehmen mehr Schaden durch Sprengstoff. Ich nehme doch keine Spielerschwäche. Starte auch nicht ohne Munition, bin ich denn des Wahnsinns? Ach du meine Güte. Spielerstärkung, das ist doch besser. Feinde und Tiere in der Nähe leuchten auch durch Hindernisse hindurch, wenn der Überlebensinstinkt aktiviert ist. Lautlose Kill machen sie vorübergehend unbesiegbar. Senkt die Munitionsverbrauchrate, sofortiges Nachladen bei leerem Waffenmagazin. Bei der ausgerüsteten Schrotflinte wurden Upgrades durchgeführt. Ach, und das zieht dann im Endeffekt ab. Das macht wahrscheinlich dann im Gesamten, gibt es nochmal einen Bonus von 100% oder 125 zum Beispiel. Und wenn man hier was nimmt, zieht es nochmal 15 ab. Und Feindschwäche? Feinde können beim Sterben eine Giftwolke freisetzt. Nee, danke. Da sterbe ich ja mit. In der Nähe von Feinden, die durch Pfeile sterben, verlangsamt sich die Zeit. Feindstärkung? Feinde stehen immer im Brand und sind immun gegen Feuerschaden. Tote Feinde können beim Ausplündern explodieren. Forscher-Outfits. Taktische Outfits. Rüstungsoutfits. Sakra-Umbra finde ich echt optisch richtig geil. Klassische Outfits. Oh. Catsuit, Angel of Darkness können wir spielen. Wir können hier Kraftanwesen designen. Gewehr Tomb Raider 2 Design. Ich nehme einfach mal das da. Wir sehen jetzt aus wie Dings. Alle brauche ich ja nicht dauerhaft. Gewehr die Standardversion. Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, was hat hier für einen Bogen? Oh, Entschuldigung. Damit kann man sich jetzt massenhaft aufhalten. Ich hab doch keine Ahnung. Ich nehme mal einen Bogen. Eine Pistole. Und dann bin ich ja schon bei der Feindstärkung. Eine Pumpgun. Und keine Ahnung. Ich finde Laras Kopf ist dann riesig im Vergleich. Ach komm, ich nehme jetzt das da. Auch wenn es mir jetzt 15 weniger macht. Kartenbonus, ja. So. Ich kann auch zufällig machen, oder? Wenn man den höchsten Bonus, oh Gott, dann bin ich ja nur geschwächt, ne? So, wir starten jetzt das Spiel. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Ich werde nie zulassen, dass du dich wieder auf dem Anwesen einnistest. Wenn du bleibst, dann geht es dir wie deinem erbärmlichen Vater. Wie meine armen Schwester.
Ich werde den Namen Croft zu Staub zerstampfen und ruinieren. Ihn vom Angesicht der Erde tilgen. Jetzt ist es zu spät für dich. Ja, das... Das ist ein Albtraum. Das ist nicht echt. Das weiß ich auch nur, dass wohl ihr Onkel irgendwie das Anwesen für sich beanspruchen will und Lara in so einen Albtraum gefangen ist. Ja, das Ganze ist doch ein bisschen gruselig. Boah, das ist echt creepy hier. Oh Gott. Oh nein, die geben ja noch. Nein, ich habe gar keinen Bogen mehr. Herausforderung gescheitert. Und dann bin ich direkt, ist es direkt vorbei. Na los, wach auf, Lara. Das geschieht nicht wirklich. Und ich habe sonst keine, ich habe nur einen Bogen. Ach du meine Güte. Und das ändert sich alles. Das ist jetzt ein ganz anderer Aufbau. Nein, 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 nein. Ah, sie hat die Axt gar nicht. Scheiße. Oh, da kommen schon wieder welche. Zumindest einer kommt da. Aber hier ist sonst nichts weiter. Jetzt ist noch so einer dabei. Ich muss irgendwelche Schädel der Wut zerstören und dem Oberboss herbeizurufen. Ich glaube, so ein Schädel ist das. Kann das sein? Ich glaube, ja. Du wächst nur meinen Zorn, Kind. Gut zu wissen, dass die so drauf sind, die Schädel. Ich höre da noch einen. Ja, jetzt hört doch mal auf. Oh, jetzt hat sie sich hier verbarrikadiert, was heißt das? Fuck, ich hätte noch andere Waffen mitnehmen sollen. Da ist nochmal Munition. Die Schrot ist sehr effektiv. Aber interessant auch, dass das Design sich einfach so ändert. Das ist mal wirklich ein Albtraum hier. Also die Bezeichnung dafür passt definitiv ganz gut. Guck mich erstmal hier um. Oh, ist das alles creepy. Ah, den hätte ich auch so töten können. Da unten sind noch welche. Oh, ernsthaft. Ich kann ihn nicht blödern.
Lasst mich doch in Ruhe, bitte. Huch! Nein, 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 nein. Oh Gott, hier sind ja so viele. Oh, jetzt hört doch mal auf. Hört doch auf. Hört doch auf. Wo ist der Typi? Oh nein, das ist doch gemein. Oh, Kerzen waren ganz wichtig, hieß es. Es kommen viel zu viele. Ja, das kann ich vergessen. Da sind viel zu viele. Die Karten, die ich gewählt habe, sind mal ein Kack. Nur weil ich nicht wollte, dass die jetzt irgendwie... Na los, wach auf, Laura. Das geschieht nicht wirklich. Oh ja, direkt hier starten. Wenn ich schnell genug bin... die nicht auf mich zukommen, dann kann ich die nämlich noch so exekutieren. Anscheinend. Ja, dafür muss ich halt auch schnell sein, ne? So. Aber faszinierend, dass der Aufbau immer doch anders ist. Muss hier so ein bisschen flotter unterwegs sein. Merke ich. Oder man startet halt irgendwo anders. Kann natürlich auch sein, dass der Aufbau doch recht gleich ist. Und man halt immer woanders startet. Eine Waffe. Sturmgewehr. So exekutieren. Nein, oh nein, oh nein. Von da oben kommt. Ah, ah, ah. Wo bin ich? Wo hänge ich? Wo hänge ich fest? Nein. Der Typ hängt da auch irgendwo. Ach, der ist ja noch gar nicht tot. Nein, 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 nein. Lasst mich. Du wächst von meinem Zorn. Nein. Oh Gott. Ah, was? Das werde ich niemals schaffen. Ach du meine Güte. Na los, wach auf, Laura. Das geschieht nicht wirklich. Oh, jetzt bin ich im Keller. Wo ich die ganze Zeit das vermeiden wollte, überhaupt hinzugehen. Ah, die Munition ist ja mehr als knapp. Oh, geil. Geil sowas. Ja, 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 ist echt klasse. Nein, das kann ich schon wieder vergessen. Oh nein, jetzt kommt da noch so einer. Oh Gott, wo bin ich hier? Ich hab sowas von keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache. Na gut, was ich hier mache, weiß ich schon.
Aber ernsthaft? Also ich kann das, könnte das nur schaffen, wenn ich echt extrem positive Dinge mir anschaffe. Ja, kletter ganz normal runter, genau. So muss das ja sein. Nein, lass das doch. Oh, ich habe kein Dings mehr. Scheiße, keine Heilung. Fuck. Oh, das ist richtig. Das ist Albtraum. Ach, hier ist ja so einer. Du wächst nur meinen Zorn, Kind. Okay. Der andere. Jetzt hör doch mal auf! Wie die mich einfach treffen hier. Oh scheiße, das ist da, wo ich schon war, ne? Ach Mist. Oh nein, jetzt kommt da so einer. Ah! Nein! Weg hier, weg hier! Oh ne, da geht's zum Keller. Ah, Mann. Oh. Der Hauptschlüssel. Hauptschlüssel? Ist wofür? Kann ich jetzt hier irgendwelche Türen öffnen? Tatsache. Gut, du kommst der vollen Macht meines Hasses näher! Da sind wieder Kerzen. Cool, den kann ich so töten. Oh nein, ist schon wieder so einer. Nein! Ich bin so gut! Nein! Ah! Schnell! Weg hier! Oh, ich hab... Ich bin so weit diesmal gekommen. Ich versuch's jetzt noch ein einziges Mal. Das ist ein Albtraum. Das ist nicht echt. Ein einziges Mal versuche ich das jetzt noch. Weiß jetzt immerhin schon mal, wofür die... Dings waren. Also wofür der Hauptschlüssel ist. Wie das alles so klappt mit den Kerzen und so weiter und so fort. Hab ich schon mal? Du wächst nur meinen Zorn. Weg mit dir. Weg mit dir. Trau mich nicht. Oh Gott.
Oh nein, jetzt schon wieder. Wow. Also diesmal ist der Hauptschlüssel nicht hier. Wie ich feststelle. Wenigstens sieht man mal coole Kills, ne? Hilfe, ich weiß, da war Munition und sowas. Hilfe, ich bin ein bisschen überfordert bei der Masse. Und ich stelle fest, diese Geräusche sind auf jeden Fall Hinweise, wo diese Köpfe zu finden sind. Hier was? Scheinbar nicht. Ich sehe keine Kerzen. Kerzen sind gut. Kerzen bedeuten Waffen und Hauptschlüssel. Hauptschlüssel, da sagt sie es aber auch. Nein. Kann ich mich heilen? Nein, kann ich nicht. Da. Gut. Du kommst der vollen Macht meines Hasses näher! Ein Militärgewehr habe ich. Hier sind auch nochmal Kerzen. Sturmgewehr. Armbrust. Ich behalte aber das, glaube ich, das Sturmgewehr. Scheiße, scheiße. So einer. Jetzt, hör, geh doch mal weg. Ich kann mich immer noch nicht heilen. Aua. Wo geht's hier raus? Hier sind zu viele. Hier sind eindeutig zu viele. Hey, ich habe eine Herausforderung geschafft. Nein, ich habe keine mehr. Keine mehr, keine mehr, keine mehr. Lass mich hier durch. Ja, da hätte ich echt nicht mehr abhauen können. Okay, ich habe gehofft, dass es etwas leichter wäre und ich euch da noch den Endgegner zeigen könnte. Aber nein, dem ist nicht so. Das geschieht nicht wirklich. Definitiv nicht so. Und ja, ich habe gesagt, ich werde es nur noch einmal versuchen. Und es ist aber echt gut gemacht. Also das ist so eine Extra, das ist richtig geil. Das ist mega, mega geil. Und ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen. Ich werde diese Folge an dieser Stelle beenden und wir sehen uns dann einfach, ja, in vielleicht noch einer Bonusfolge wieder. Ich war noch nicht, hab noch nicht bei Croft Manor geguckt. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Sonst, ja, seht ihr ja, ne? Bis dahin dann, tschüss, eure Tai.